So, du fügst den Ziel den Status einziger Überlebender zu. 15 Sekunden geht es und geht das Ziel während der Wirkungsdauer K.O. regenerierst du 20% deiner LP und MP. Aha, also wir können jetzt einen auswählen oder mich selber auswählen, je nachdem. Und wenn der jetzt so gesehen, Wirkungsdauer K.O. Verstehe. Ich kann jetzt jemanden versehen damit und wenn er so gesehen gerettet wird, also wiederbelebt wird, dann regeneriert er 20% seiner LP und MP. Verstehe. Und das hört sich ja eigentlich recht interessant an. Weil man ist ja eigentlich recht geschwächt und so weiter ist am Anfang, wenn man wiederbelebt wird. Aber wenn man einfach auch so allgemein gute Spieler hat, dann braucht man das eigentlich gar nicht anwenden. Es ist halt immer eher so situationsbedingt halt denn, ne, in der Sache. So, okay. Das ist die vorletzte Jobquest und die war, also ich muss schon sagen, also die fand ich 50, 52, 54, 56, sehr, sehr nice. Auch die davor mit Frey. Aber ich muss sagen, also die neuen sind auch recht cool und ich bin mal gespannt, wie das alles soweit endet. Ich habe auch einfach mal so gedacht, ich mache einfach mal Dark Knight, weil das, denke ich mal, auch eine Menge Leute interessieren könnte. Ich werde auf jeden Fall auch noch dem Monk die Jobquests machen. Vielleicht für den einen oder anderen, der sich dafür auch sonst interessiert, weil ich mag den so gesehen neben Ninja als Trink, also den Monk. Und ja. So. Mugi! Ja, die Mugis kennen wir ja hier soweit vom Munglingen. Von der Story her. Aha. Hä? Ach, die Arme. Ich hab's auch gar nicht an hier, mein Headset. So jetzt. Ah, ich mag die kleinen Racker. Dum, dum, dum. Okay. Und mir ist eins aufgefallen, die Haare, ne? Ihr kennt auch bestimmt Sarah von Final Fantasy 13. Und ich finde, sie hat auch so, ja, so den Verschnitt, okay, jetzt diese Zöpfe halt nicht so mäßig, weil sie das eher an der Seite hat, ihren einen Zopf, aber ich finde, das hat schon eher so den Sarah-Touch, oder? Also so mit der Frisur. Also darum mag ich die Frisur auch am liebsten. Die hat irgendwie sowas Junges, Frisches und sowas. So,
Büschel Bommelwurz beschaffen. Okay. Des Wahnsinns fette Bommel. Okay, alles klar. Hört sich echt schon lustig an, irgendwie. Dass wir das auch noch als Dark Knight machen sollen. Naja, passt schon. Verschollene... Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Das ist bestimmt hier unten. Ah nee. Ach, da ist es ja. Ich aktiviere schon mal... Stance. Okay. Weil man weiß ja nie, ob da jetzt auch noch Gegner kommen. Bin mal gespannt, was es ist. Vielleicht bringen soll. Ach, guck mal. Da ist Sindogugu. Sindogu. Was machst du da? Da ist doch irgendwas im Busch. Aber dieses Schwert hier, ne, das kann man jetzt sich in Frohnhalde holen. Kann man jetzt mit diesem Stein hier besorgen. Stimmt ja, das ist ja auch jetzt soweit, die Esoterik. Da kann man jetzt bis 450 pro Woche erfahren. Und da kann man jetzt auch dieses Schwert hier kaufen. Und das Geile ist ja, wenn das Schwert gezogen ist, dann leuchten so welche Linien hier so. Also die Waffe, die leuchtet dann auch. Jetzt nicht so mega, aber die Linien leuchten und das sieht richtig geil aus. Also habe ich mir mal angeschaut, wenn man die Waffe ausgestreckt hat und so, dann sieht man das aus jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich finde, das sieht recht auch cool aus, die Waffe vom Dark Knight. Muss man schon sagen. Also auch dieses Jobgear kann man jetzt auch alles besorgen, auch vom Ninja und so weiter. Das werdet ihr ja so gesehen denn auch, denke ich mal, irgendwann bei kommenden Aufnahmen sehen, wenn ich wieder mit meinem Ninja unterwegs bin. Yep, hab ich. Momentan gucke ich auch halt gerne bei Sid Movie, sprich seine Maschinisten-Jobquests. Die hat er ja soweit ja auch jetzt schon abgeschlossen, so wie ich gesehen habe. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, die Story. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal gerne reinziehen. Er hat einfach mal so nebenbei auch den Maschinisten hochgezogen bis 60 und da die Jobquests gemacht. Auf jeden Fall finde ich seine Videos auch sehr, sehr cool, muss ich mal an der Stelle sagen. Er macht ja auch Videos für die Community hier auf YouTube. Finde ich auch sehr, sehr klasse auf jeden Fall. Den gucke ich halt auch immer gerne zu, sehr sympathischer. Muss man sagen, er ist sehr sympathisch. Da war ich auch gerne bei den Livestreams dabei, wo er irgendwie auch mal was gemacht hat, wo wir auch mal Schokobo-Rennen gemacht haben oder diverse Sachen. Ja, und auf jeden Fall war das ganz cool. Und jetzt macht er soweit die Baden-Job-Quest, da kann man jetzt auch gerne mal reingucken, weil er spielt halt gerne Ranged-Klassen, aber ja, falls ihr da mal Interesse habt, da mal gerne euch schlau zu machen, könnt ihr gerne bei ihm mal schauen. Hier bei mir werde ich erstmal den Dark Knight und den Monk-Job-Quest demnächst machen, so. Oh, mache ich ja. Und ja, wenn ich den Dark Knight sowieso abgeschlossen habe, kommen erstmal aktive der Monk-Videos erstmal zu den Job-Quests. Weil der reizt mich ja auch als Twink. Neben den Ninja. Aber der Dark Knight so gesehen als Tank.
Ich denke mal, ich werde vielleicht auch mal den Vori auch nochmal hochziehen, weil den habe ich ja auch immer sehr, sehr gerne gespielt als OT-Tank. Und ja, ich weiß nicht. Lasst gerne mal Feedback da, falls euch das auch sonst interessieren könnte. Lasst gerne mal die Kombis da, denn sonst. Boom, ey. Oh, das wäre knapp, das wäre knapp. Ah, okay, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben gehabt. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah, Mann. Okay. Na, rechts zu stark. Ja, mit der Angriffsstance, also der Dark Knight schluckt schon ordentlich Damage, wenn man die aufpasst. Das ist jetzt nicht ohne. Los, LP, generiert jetzt ein bisschen schneller, bitte. So, jetzt nochmal. Neuer Versuch. Ja, und dann demnächst werde ich auch noch den noch Gourmet-Job-Quest machen. Und jedenfalls auch den Miner, also den Minenarbeiter und den Gärtner. Da habe ich auch überlegt, dann noch hochzuziehen, weil die baue ich ja so gesehen auch für meine Handwerker. Aber da will ich euch auch auf jeden Fall auch mal Einblick, sprich Handwerker und Sammler, denn. Weil ich finde, der Gourmet macht mir irgendwie richtig Spaß und ja, mal gucken, wen ich noch als nächstes denn hochziehen werde, denn als Handwerker dann. Aber für mich ist erstmal Nummer 1 mit 60 mit dem Gourmet und danach, ja, die anderen, also Sammler und Handwerker, die werden ja auch noch hochgezogen. So, jetzt müssen wir dort wieder zurück. Ja, das habe ich jetzt mal so alles in Planung genommen. Und ja, Alexander-Guides werden auf jeden Fall auch kommen. Klar, denke ich mal, weiß der eine oder andere schon, wie das alles soweit funktioniert. Und ist ja auch nicht jetzt allzu schwer für den einen oder anderen. Aber es gibt trotzdem noch Leute, die gerne noch wissen wollen, wie das alles noch so ein bisschen funktioniert. Für die Leute, die jetzt noch nicht so weit sind oder halt. Ja, die noch nicht so weit sind, so gesehen, dass man die da so ein bisschen so. Ja, dass das Vorwissen so gesehen gibt. Es ist jetzt nicht darauf bezogen für die Leute, die ja schon alles wissen, ne? Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Aber ich habe einfach gedacht, das mache ich dann auch mal. Und mit den Savage Mode muss ich einfach mal schauen, weil das hat es echt in sich selbst schon A1. Und dann, die anderen sind ja noch nicht selber so weit mit den Gear und alles weiteres. Und ja, mal schauen, wie sich das alles noch entwickeln wird. Drecksbiester. Oh. Jetzt müssen wir sogar gegen die kämpfen. Stimmt, das wurde mir doch hier von Taki gesagt. Der hat doch irgendwie was so gemeint. Sollen jetzt Mokris verkloppen als Dark Knight? Ja. Ich dachte so, er will mich verarschen, ne, aber. Okay, wir kämpfen gegen Mokris hier. Oh mein Gott, wir sollen als Dark Knight Mokris verkloppen. Passt schon. Sind ja so böse. Kommt her. Ha! Und dann kommt noch diese Akustikmusik vom. Von dem Primary-Fight mit dem Mogelkönig. König Mogelmog. Bam, bam, ba, bam, bam, ba, dum, dum, da, 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 da. Oh, total tricky dieser Kampf. Frechen Biester.
weiß nicht, ob sind es so die beiden oder kommen auch noch die anderen? Den habe ich besiegt. Ach, das ist hier so der White Mage. Ups. Generell machen wir den ja eigentlich als erstes fertig normalerweise. Weil der andere war ja eher so der Tanky. Na, jetzt habe ich Akku gezogen. Aha. Ja, hier den Black Mage als erstes auf jeden Fall. Den Drama-Mogri. Da habe ich echt schon böse Erfahrungen mit denen hier. Da gehe ich jetzt mal lieber weg. Das hat noch gezählt. Dein Ernst? Ne, nix da. Nicht nochmal. Der castet da auch echt so ein Bratzen da, ne? Erstmal die Baden wegmachen. So, dann gucken wir mal. Da haben wir den Schurken. Ich hau erstmal den Schurken als erstes weg. So. Kommt hier der Bade. Den Tralalala. Ach geil. Der machst du. Oh, wow, der Worry, der Worry. Der Worry hier. Seine Kreiseklinge. Sieht aber auch echt cool aus, dieser Move. Finde ich. So. Hey, das war's schon. Okay. Den haben wir es gezeigt. Haben die da liegen. Die haben alle rosa Bommel. Tja, mit ihnen ist nicht zu scherzen. Und der White Mage außen vor. Oh Mann. Und der Schurke pennt. Ach ja, mach mal. Ich feiere die irgendwie auch. Die sind irgendwie ganz cool gemacht. So, der Schurke ist auch wohl wieder wach. Zuckerbrot und Marmelade sind nicht so süß wie unsere Liebes-Serenade. Okay. Lol. Einer hier, der denkt verkehrt. Er ist lang und dunkel und hat ein Schwert. Mach jetzt mal ein Sängchen hier. Lol. Tempelrittern schlitzt er gern die Bäuche auf. Nur die eigenen Lauscher sperrt er nicht auf. Machen da noch einen Reim. Der versteht nicht mehr die Welt. Ich glaube, der fühlt sich jetzt auch irgendwie im falschen Film.
Ah, okay. Stimmt, das ist ja noch nicht vorbei. Da hat er recht. Wie die sich dann noch abfeiern. So, dann wollen wir mal wieder zurück nach Ischgard. Schon eine lustige Aktion, muss man sagen. Ah. Mit den Mokris. Aber das wird echt immer interessanter, so mit der Story hier vom Dark Knight. Finde ich schon recht cool. Deswegen hat das ja auch so einen gewissen Reiz. Aber auch selber die Mechanik so. Also wie der Dark Knight funktioniert und... Ach, guck mal, das auch noch. Der Maki. So, gut, dann werden wir erstmal dort hingehen zum der Vergessene Ritter. Du bist ein Futzkerl. So, jetzt haben wir letzte Überlebende bekommen. Sehr schön. Jawohl, und eine neue Fähigkeit. So. Ende Wut, alles Wut. Das wird die letzte sein. Zweischnitt. Du führst eine physische Attacke aus. Bei dunkle Künste 450. Sprich, es hat eigentlich normalerweise einen Attackewert von 100. Macht eben halt so einen Move. Aber wenn wir eben halt dunkle Künste anhaben, dann machen wir 450 und es gibt einen Zusatzeffekt, wenn dunkle Künste nicht aktiv ist, MP-Regeneration. Also wir können jetzt entscheiden, ob wir mit diesem Move mehr Schaden machen wollen. Oder wenn wir dunkle Künste nicht aktiv haben, dass wir eben halt mal MP generieren. Also können wir eben halt in zwei Schritten halt überlegen, wie wir das eben halt machen wollen. Ja, gut, alles klar. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal Feedback für diese Jobquest 58 da. Was haltet ihr davon mit Sidogu und Riel? Und ich bin echt mal gespannt, wie das mit 60 sein wird. Das wird wohl das Finale und mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde jetzt auch die zwei letzten Level noch machen und ich bin echt gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und lasst gerne mal Feedback da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Jigatobi und haut rein. Auf weiterhin noch viel Spaß hier auf YouTube und sonst auch auf Twitch, falls ihr da auch noch mal gerne zuschauen wollt. Also haut rein.